Menschen sind schlecht, also ich im Speziellen, aber auch andere ganz allgemein. Und das macht die Welt sehr kompliziert. Und obwohl die Welt schon so kompliziert ist, denke ich manchmal, wir machen es uns trotzdem noch zu leicht. Und zu diesem Thema habe ich einen kleinen Gesprächseinstieg verfasst aus der Kategorie, das kann man auch anders sehen. Ja. Lasst mich das gerne wissen, falls es so ist. Manchmal bedeuten gegensätzliche Aussagen exakt das Gleiche. Sich vor jemanden stellen und hinter jemandem stehen. Manchmal bedeuten zwei scheinbar sehr ähnliche Dinge genau das Gegenteil. Nerven beweisen und Nerven zeigen. Eindeutig dagegen ist es, wenn man sagt, man müsse doch menschlich bleiben. Das ist irgendwie was Gutes, was Mitfühlendes. Das verstehe ich nicht so ganz. Menschen, das sind doch keine sensiblen, fluffigen, weichen, tollen Wonneproppen mit Sahnefüllung und Zuckerguss. Menschsein, das ist Eifersucht und Neid, Angst, Hass und Wut, Hinterlist, Ausgrenzung, Gewalt und Voyeurismus. Menschsein, das ist nicht Arte. Menschsein ist das ganze Fernsehprogramm. Und YouPorn. Warum also ist menschlich handeln, Menschlichkeit beweisen ein Synonym für Güte, Liebe und Aufopferung geworden? Als sei etwa Hass unmenschlich, uns grundsätzlich fremd und unserem Wesen nicht entsprechend. Was ist er denn, wenn nicht menschlich? Tierisch? Schon mal einen Biber hassen sehen? Schon mal einen Pinguin dabei beobachtet, wie er Nacktfotos seiner Ex-Freundin ins Internet stellt? Wer hat denn den planmäßigen industriellen Genozid erfunden? Ein Hinweis, Panda-Bären waren es nicht. Und trotzdem behandeln wir die finsteren Taten, die Vertreter unserer Spezies begehen, sprachlich als unnatürlich und wesensfremd. Wir vergessen dabei gerne, dass Rassismus, Xenophobie und Massenmord deutlich markantere Konstanten in der Weltgeschichte sind als der RTL-Spendenmarathon für Aleppo. Das menschliche Wesen auf seine guten Seiten zu reduzieren, ist so, als würde man Hannibal Lecter an seiner Liebe zur italienischen Oper messen. Warum tun wir das? Nennen den IS bestialisch und sprechen von Vergewaltigern als Tiere. Einerseits sicher, weil wir mit den Exzessen unserer dunklen Seite nichts zu tun haben wollen und gerne vorgeben, die Täter seien nicht Teil unserer erweiterten Familie. So wie Kraftwerk bestimmt keine Mitverantwortung für David Guetta übernehmen möchten. Und andererseits, weil es halt einfacher ist, hart und erbarmungslos gegen jemanden vorzugehen, den ich als Menschen markiert habe. Das ist dann kein Mord, sondern Krieg gegen eine fremde Art. Das ist Notwehr. In den USA nennt man Gefängnisinsassen gerne Animals. Und wie wir mit Animals in Gefangenschaft umgehen, das kann man in zahlreichen Dokus sehen, die geeignet sind, zum Veganismus zu bekehren. Um guten Gewissens Schlechtes zu tun, muss ich das Gegenüber von mir entfremden. So machen Filme das schon immer. Der Gegner, den der Held scharenweise und unterschiedslos niedermacht, der trägt Uniform, ist ein Ork, ein Alien, ein Roboter, ist maskiert. Die sind anders. Dagegen identifizieren wir uns alle gern mit Mahatma Gandhi, wozu der Mensch doch fähig ist. Das ist einer von uns. Ich war als Kind doch auch mal im Hungerstreik, fast 2 Stunden, als es Rosenkohl gab. Ich bin wie er. Außerdem habe ich einen ganzen Tag Hausarrest überstanden. Nenn mich Mandela. Grönemeyer singt, und der Mensch heißt Mensch, weil er irrt und weil er kämpft, weil er hofft und liebt. Weil er mitfühlt und vergibt, aber sorry, das beschreibt auch nicht exklusiv Menschen. Das beschreibt auch erstmal einen Labrador. Jedenfalls verzeiht so ein Hund deutlich schneller und gründlicher als die meisten Leute, die ich so kenne. Nochmal, Lukas, es tut mir leid, dass ich dir im Tiefschlaf deine Augenbrauen abrasiert habe. Einen Tag vor dem Bewerbungsgespräch. Mit einer Käsereibe. Können wir das jetzt mal hinter uns lassen? Das ist 4 Tage her, verdammt. Menschen sind nicht gut. Menschen sind nicht schlecht. Und da menschlich doch einfach ist, was Menschen tun, sollten wir es mit gebotener Bescheidenheit als wertneutralen Begriff gebrauchen. Dann ist das Überwinden unserer Natur zum Guten oder Schlechten unmenschlich. Kindsmord unmenschlich. Selbstaufopferung für Fremde irgendwie auch. Der Bully, der Nazi, der Terrorist, der Ausbeuter, die Mörderin, die sind wie wir, Menschen. Nichts, was sie tun, wird ihnen das je nehmen können. Was soll das jetzt alles? Ist das nicht irgendwie bedrückend? Vielleicht. Aber der Funke Demut, den es braucht, um anzuerkennen, dass wir als Vertreter unserer Spezies unter anderen Umständen zu fast allem fähig wären, der ist wichtig. Wichtig als Erinnerung daran, dass wir jeden Tag in der Pflicht sind, uns aktiv für das Gute zu entscheiden und dafür einzustehen. Unsere Natur wird uns nicht davor schützen, schlechte Dinge zu tun. Menschsein heißt verantwortlich sein. Individuell verantwortlich. Dem anderen gegenüber, dem Individuum.
Und wir sollten immer wachsam bleiben, wenn anderen ihr Menschsein abgesprochen wird. Der nächste Schritt ist oft nicht weit. Wessis, Ossis, Flüchtlingswellen und das Weltjudentum, die Unterschicht, Sozialschmarotzer, die Abgehängten, die Amerikaner, die Russen, die Moslems, die Bullen, die Nafris, die anderen, das sind gesichtslose Kollektive. Sprich mit deinem Nächsten. Der ist nur einer. Einer wie du. Dankeschön. Yeah.